Alter, was habe ich denn heute hier in meinem Kopf, Alter? Da ist ja nur Grütze drin. Also, die CD ist tot. Also die weltweite Musikindustrie hat sich entschieden, 2015 war das. Ich erwarte allerdings ein Comeback. Ich bin gespannt, wann das Comeback der CD kommt. Es wird immer so getan, als würde Rap irgendwie die Leute dazu verführen, Scheiße zu machen. So ist das nicht. Alles, was da irgendwie nicht durchpasst oder so, bekommt zurzeit keine Aufmerksamkeit. Das ist auf jeden Fall ein Problem und auf jeden Fall schwierig. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag Falk hier bei euch im Internet. Ich habe heute mal wieder Posttag und ich habe hier Post aus Stuttgart bekommen. 0711. Nice 0711 Stickers. Herzlich willkommen in 0711. Und das Ganze ist vom 0711 Shop. Und hier gibt es auch eine nice Mütze. 0711. Auf jeden Fall vielen Dank. In Richtung der 0711er, der Vernünftigen in Stuttgart, der Vernünftigen 0711er und nicht you know what I mean. Das ist aber auch nicht das Einzige, was ich heute geschickt bekommen habe, denn ich habe auch was für euch geschickt bekommen. Das ist recht groß. Wow! Ein Anderson Pack Malibu Sneaker. Den gibt es. Dazu gibt es auch die entsprechende Mütze. Nicht verpassen. Und wie ihr seht, einen zweiten Karton, denn guck mal, weil es gibt hier noch so einen Schuhsack und der andere Schuhsack ist von dem anderen Schuh. Das ist also der Venice Vans. Diese beiden Sneaker sind Teil eines Pakets von Anderson Park und Vans und hiphopvinyl.de. Die haben mir zwei Pakete für euch zur Verfügung gestellt, um das Ganze hier zu gewinnen. Das könnt ihr ganz einfach, indem ihr eine E-Mail an fragfalkgewinn, das wird jetzt auch nochmal eingeblendet, fragfalkgewinn@backspin.de, schickt eine E-Mail und da müsst ihr drei Sachen beantworten und reinschreiben. Nummer eins, eure Schuhgröße, ne? Weil ihr wollt ja nicht irgendwie die falschen Schuhe haben. Dann müsst ihr mir sagen, wo sind denn Venice und Walibu? Wo sind Venice und Walibu? In welcher Stadt in diesem Universum? Und wer das Ganze hier verlost? Und wer genau aufgepasst hat, weiß das jetzt auch, ne? Wie gesagt, ihr müsst nur beantworten, wer verlost ist und wo sind Wannibu und Melis, in welcher Stadt. Dann könnt ihr das gewinnen. Und jetzt geht's hier direkt weiter. Ich habe heute natürlich wieder einen Prominenten, der mir eine Frage stellt. Heute wird es Curse sein. Am Ende der Folge wird er seine Frage stellen. Und ich fange jetzt mal an, während ihr schon die Glocke drücken könnt, um uns zu amüsieren. Alter, was habe ich denn heute hier in meinem Kopf, Alter? Da ist ja nur Grütze drin. Also, Hitoshi Yamakawa fragt, hey Falk, inwieweit hat Frankreich mit seiner Hip-Hop-Kultur Einfluss auf deutsche Rap-Musik gehabt? Bushido, Hafti oder Paschanim haben ja offenbar einiges, Sprache oder Stil, übernommen. Ja, ich würde mal sagen, der Einfluss ist auf jeden Fall nicht unstark. Ich glaube, das ist kein Wort, aber das habe ich jetzt gerade kreiert. Der Punkt ist einfach, dass in Frankreich schon sehr früh sehr gute Rap-Musik produziert wurde. Man hatte da einfach viel früher heraus, wie man das Ganze baut und wie das funktioniert. Während die Deutschen sozusagen noch gelernt haben, haben die Franzosen schon gemacht. Du hast vollkommen recht, also zum Beispiel Bushido und auch Flair und auch Assad sind sehr stark beeinflusst von französischem Rap. Bei Assad war es eher Shuriken und IM und solche Sachen. Bei Bushido und Flair waren es zum Beispiel sehr stark Lunatic, also Booba. Ich glaube, dass für viele, die sich für französischen Rap interessiert haben, das mindestens auf einer Stufe mit Ami-Rap war. Dementsprechend also das, wonach man sich orientiert hat. Und deswegen wundert mich jetzt nicht so stark, dass da Einflüsse bei sind. Ich glaube, ich muss heute mal kurze Antworten geben, ist das, glaube ich, cool. Ein Wort, mit dem dich deine Freunde beschreiben würden. Chilo 385. Indiana Jason 2. Tag Falk, in den USA gab es mehr Schallplattenverkäufe als CD-Verkäufe. Wie sieht es da in Deutschland aus? Schallplatte immer noch Untergrund. Ich habe jetzt nicht noch mal extra nachgeguckt, aber eigentlich müsste das hier genauso sein. Die CD ist tot. Also, ich habe noch einen CD-Player, aber ich muss zugeben, ich kenne eigentlich kaum noch jemanden, der einen CD-Player hat. Und eine Schallplatte zu verschenken, so ist ja auch nochmal was ganz anderes irgendwie. Guck mal, ich stelle das mal hier hinten rein. Als jetzt so eine CD, ne? Also auch von der Fläche. Das ist ja auch viel schöner aufzuhängen und so.
CD ist auf jeden Fall vorbei. Ich erwarte allerdings ein Comeback. Ich bin gespannt, wann das Comeback der CD kommt. Parsha Mirhava Medin. Es tut mir leid, das habe ich sicherlich falsch ausgesprochen. Hi Falk, erstmal meinen höchsten Respekt gilt deinem fundierten Wissen, was Hip-Hop angeht. Dankeschön. Glaubst du, Folgendes würde funktionieren, respektive wäre umsetzbar? Ein berühmter MC, wie zum Beispiel Savage oder Sido, geben einem unbekannten MC die Möglichkeit, einen Track mit ihnen zu machen. Es wäre eine Win-Win-Situation, da der berühmte MC wegen diesem Support vor allem vom Untergrund gefeiert werden würde und der unbekannte MC endlich die Aufmerksamkeit bekommt, die er verdient. Bleib gesund. Ich sag mal so, das ist so der Traum aller Underground-MCs, den du da beschreibst. Die Frage ist, also was heißt Underground-MC? Es gibt ja MCs, die so tight sind, dass sie zwar Underground sind, aber weil sie sehr spannend und tight sind und man deshalb weiß, dass da eine Zukunft sein wird, dass dann auch die Älteren sozusagen den Hook abmachen, um die Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Das würde funktionieren, aber das hast du nicht dazu geschrieben. Wenn du einfach nur schreibst, ein Underground-MC, also dann glaube ich, ist es schwierig und deswegen findet das auch nicht so oft statt. Und deine Frage kommt ja, glaube ich, daher, warum das nicht passiert. Ja, also ich kann mir das vorstellen, aber dieser Underground-MC muss mindestens so tight sein wie der Rapper, mit dem er rappt. Weil Savage war ja auch mal ein Underground-MC. Und der wurde auch gefeatured, zum Beispiel von STF. So, STF waren absolute Kings zu dem Zeitpunkt. Und die haben halt Savage als ein Feature reingeholt. Aber das hat halt auch Sinn gemacht, weil die schon wussten, Savage wird mal, da geht was. Da ist Tightness vorhanden. Also das ist immer die Grundvoraussetzung. Green Bay Johnny. Yo Falk, wer wird deiner Meinung nach der erste Deutschrap-Milliardär? Der erste Deutschrap-Milliardär. Ich muss sagen, ich bin mir nicht sicher, ob man die Milliarde wirklich in Deutschland erreichen kann. Das kann man schon irgendwie, aber schwierig. Also aber mindestens mehrfach Millionär, zigfach. Vielleicht so die 20, 30, 40, 50 Millionen Grenze. Und ich glaube, dass da Personen, also Sido ist auf jeden Fall sehr geschäftstüchtig. Das, was ich so von außen betrachtet da sehe, da habe ich den Eindruck, da ist man wahrscheinlich auf einem guten Weg. Auch Raf Camora und sein Umfeld und so, habe ich auch den Eindruck, dass man da auf einem sehr guten Weg ist. Deutschrap-Milliardär, das wär schon was, wäre schon lustig. Heribert Harzenberger. Werden schwarze Rapper in Deutschland immer noch geblackballed? Zum Beispiel bei OG Kimo habe ich das Gefühl, dass er, wenn er weiß wäre, einen viel stärkeren Hype kreiert hätte. Also blackballen heißt so viel wie Leute blockieren, dass man sozusagen dem sagt, ey, arbeite nicht mit dem, der, ja, da ist irgendwas. Das ist sogar so eine aktive Anstiftung, nicht mit dem zu arbeiten. Also ich bin mir nicht sicher, ob das so auf der Ebene läuft, dass man sagt, pass mal auf, du arbeitest nicht mit dem, weil wenn du mit dem arbeitest, arbeiten wir nicht mehr. Sprich diese Erpresserebene. Ich glaube, dass das so auch existieren könnte. Aber unabhängig davon sehe ich auf jeden Fall den Punkt, dass schwarze Rapper in Deutschland es schwerer haben als weiße Rapper. Und ich glaube auch, dass wenn OG Kimo weiß wäre, dass er einen noch stärkeren Hype kreiert hätte. Bin ich auch tatsächlich von überzeugt. Und es hat was für mich auch mit unbewussten, versteckten Rassismen zu tun. Weil ich das, was OG Kimo sagt, ist jetzt auch nicht für jeden das Angenehmste im Sinne von, er thematisiert ja auch den Rassismus, dem er ausgesetzt ist. Und da ist es auf jeden Fall so, dass das schwieriger dann ist. So sehe ich das zumindest. Kokaina war der Todeskuss. Hi Falk, heutzutage ist ja ganz normal, dass neue Videos am Donnerstag um 23.59 Uhr rauskommen. Wann und wie hat das angefangen, dass sich um die Zeit so ein Release-Hype entwickelt hat? Wurde Musik schon immer Donnerstag nachts released oder entstand das erst durch Aufkommen von YouTube? Und wer waren die ersten Rapper, die den Release-Friday medial ausgeschlachtet haben? Also ich muss zugeben, wer die ersten waren, wüsste ich jetzt so nicht. Der Hintergrund ist folgender. Solche Veröffentlichungstage sind natürlich entstanden. Da geht es um Planbarkeit. Früher hat man ja CDs oder eben Schallplatten wohin schicken müssen. Das heißt, du musst es wissen, ich muss da in den LKW, der am 23. irgendwo dahin fährt. Dann musstest du dahin die Promo planen. Du musstest viele Dinge koordinieren. Und daher gibt es halt diese festen Tage, auf die sich dann die ganze, weil das ist tatsächlich die Musikindustrie, die das entscheidet, auf diese Tage konzentrieren. Der Freitag in Deutschland ist schon lange
auch in Österreich, auch in der Schweiz, zum Beispiel auch in Australien, schon sehr lange der Veröffentlichungstag. Warum haben die sich das damals überlegt? Weil sie gesagt haben, ey, am Freitag, da ist die scheiß Woche vorbei, da bist du gechillt, da gehst du in die Stadt und dann hast du Zeit und Muße, geile Musik zu hören und dann gibst du deine Patte aus und dann hast du am Wochenende Zeit, das auch noch zu konsumieren und alles ist cool. In anderen Ländern, zum Beispiel in den USA, gibt es andere Tage. In Amerika war das der Dienstag, der traditionell so gewachsen ist, dass man da neue Musik im Laden hatte. Also sind alle Leute an diesem Tag in den Musikladen gegangen und haben geguckt, was gibt es da an neuer Musik. Im digitalen Zeitalter macht das irgendwann dann keinen Sinn mehr, weil wenn ich am Dienstag ein Album in Amerika digital release und es kommt in Deutschland am Freitag, dann ist scheiße, weil die Deutschen dann bei den Amerikanern gucken, ja Moment mal, das ist ja schon 3 Tage früher da. Also hat man sich weltweit, also die weltweite Musikindustrie hat sich entschieden, 2015 war das, den New Music Friday einzuführen. Das heißt, ganz viele Länder weltweit, ich glaube über 45, sind diesem Tag gefolgt und haben entschieden, wir machen das jetzt alles auf diesen Freitag. Und daher kommt auch diese 23.59 Uhr, weil wenn du physisch etwas in den Laden stellst, ist natürlich klar, dass du das mit dem LKW da hinschippst und dann macht der Laden um 8 Uhr morgens auf und dann kannst du vielleicht den ersten Tonträger, dieses Wort einfach, ich liebe es, diesen Tonträger kaufen. Auf digital, auch das ist Schwachsinn. Auf digital ist halt genau, okay, ich muss um 23.59 Uhr am Start sein, weil... Und daher kommt diese Fixierung auf die Uhrzeit. Das heißt, je mehr der digitale Vertrieb an Größe gewinnt, desto mehr gewinnt diese Uhrzeit an Größe. Und ihr seht, auch das Boxengame nimmt auch immer mehr ab und so. Der physische Tonträger hat Probleme und alles konzentriert sich auf digital und deshalb die Uhrzeit. Mario Miles. 2020 sind meiner Meinung nach schon extrem viele starke Hip-Hop-Alben erschienen. Ist es eine der besten Jahre seit langem? Fragezeichen. Vielleicht das Beste seit 2008. Dann sagt er, es handelt, also er meint damit die Alben von Royce da 5'9", Conway the Machine und Alchemist, R.A. the Rugged Man, Westside Gunn, Run the Jewels, Flatbush Zombies, Pop Smoke, Blue in Exile, Boldy James, Nas, MC8, Spillage Village, Killeralbum, Smoke Dizzer, Black Thought und Busta Rhymes. Ja, also ganz ehrlich, ich sehe das genauso. Dieses Jahr sind extrem starke Alben von, ich sag mal, von den schon etwas länger etablierten Rappern. Oldschool, er hat Oldschool gesagt, also sprich von den Klassikern gekommen. Woran das liegt, ich glaube, das hängt damit zusammen, dass im speziellen Conway, The Machine, Westside Gang, also dieser ganze Griselda-Sound, dass der so ein bisschen wie so ein Arschtritt für diese etwas ältere Generation aus den 90ern ist, dass sie ihr Game upsteppen müssen. Ja, und dementsprechend, ich sag mal so, gute MCs brauchen manchmal andere gute MCs, mit denen sie sich messen können. Ich glaube, dass die einfach ja in dem Nacken von denen sitzen und die haben sich gedacht, so Alter, ich muss jetzt auf jeden Fall auch ein dickes Album machen. 2 Alben, die ich im Übrigen noch hinzufügen würde, wäre Common and Beautiful Revolution Part 1, fand ich ganz nice, ein bisschen smoother. Und Quakers, Next Wave. Quakers ist auf jeden Fall auch ein nices Projekt, was ihr euch mal reinfahren solltet. Da hängt der eine Typ von Portishead mit drin, ist auf jeden Fall nice. Daniel Ebert, könntest du etwas zu Hip-Hop-Sozialisierten erzählen, die jetzt Gitarren-Pop-Punk-Sample-Musik machen, wie Gene Dawson, Oliver Tree oder Crow? Ist diese Klangästhetik gerade ein globaler Trend und ist da mehr zu erwarten? Und was sind die Pioniere dieses Sounds? Nee, so richtig dazu erzählen im eigentlichen Sinne nicht. Die Klangästhetik als globaler Trend, ja. Also ich würde sagen, das ist so ein bisschen diese Nachwirkung der Folk-Welle, die so vor 10 Jahren grob gefühlt für mich ihren Peak hatte. Also sprich so richtig handgemachte Mucke. Und ich meine, erinnere dich, dass es hunderte, wenn nicht tausende Videos gab von Menschen, ich wollte jetzt sagen Frauen, aber es waren auch Männer, die halt Akustikgitarre spielen und dann dazu einen Rap performen. Und je abgefuckter der Rap war, desto höher der Kontrast, desto viraler. That's how I'm going out for the punk motherfuckers it's showing. Ich glaube, dass dieses handgemachte, warme, und ich nenne es jetzt mal Lagerfeuer, weil die Fortsetzung ist für mich davon sowas wie Gitarren, Pop, Punk,
Das wird ja dann theoretisch ein bisschen elektrischer und härter, aber es ist für mich die logische Fortsetzung, dass man damit aufgewachsen ist und dass man das nice findet und dementsprechend dann eben auch mal einbaut. Und was sind die Pioniere dieses Sounds? Ich glaube tatsächlich ein bisschen die YouTube-Viral-Videos. Aber da will ich mich jetzt nicht drauf festnageln, Daniel. John Schmidt, was hältst du von der Immer Ready Crew und den Kein Spaß Family Kids? Und warum hat das Team um Morten und Marvin Game so wenig Aufmerksamkeit? Ja, ich kenne die. Warum die so wenig Aufmerksamkeit haben, kann ich dir nicht erklären. So richtig weiß ich nicht. Weil ich meine, es ist ja so, dass sehr viele keine Aufmerksamkeit bekommen. Das ist tatsächlich auch zurzeit ein sehr großes Problem im Deutschrap, weil sich einfach fast alles konzentriert auf diese, ich sage mal, 100 Modus Mio Playlist Rapper. Und dadurch ist es halt sehr, sehr wie so durch so ein Schlüsselloch. Alles, was da irgendwie nicht durchpasst oder so, bekommt zurzeit keine Aufmerksamkeit. Das ist auf jeden Fall ein Problem und auf jeden Fall schwierig. Also, was ich damit sagen will, ich glaube nicht, dass es speziell an den Jungs liegt, sondern an der generellen kulturellen Verkürzung und Problematik, die ich sehe, weil sich alles nur noch auf Spotify und die Modus Mio Playlist konzentriert. Jan Schubert, keine Ahnung, ob man dazu viel sagen kann, aber kannst du mal etwas zur Entwicklung von Bass im Hip-Hop sagen? Ey, Jan, ich habe eine ganze Folge gemacht, wo ich, glaube ich, 25 Minuten über die Historie vom Bass spreche, wie er Einzug in Hip-Hop hält und wie er die ganze Popkultur beeinflusst hat, sodass die Musik heute brutal bassig ist. Martin, mein persönlicher Freund, wird das hier einblenden? Nee, wird er nicht. Also wird er doch, aber du findest es in der Kommentarleiste unter diesem Video, den Link zu dem Bass-Special von Frag Falk. Viel Spaß. Neo Cypher, wie ist der Zusammenhang zwischen Kokainkonsumanstieg und Deutschrap zu sehen? Wird niemals jemand drüber reden, Smiley. Warum eigentlich nicht? Also erstmal, woher weißt du, dass der Konsum von Kokain gestiegen ist? Wie misst man das? Wenn wir eine vernünftige Drogenpolitik in diesem Land hätten, dann wüsste man das besser. Ob man das dann komplett wüsste, wäre nochmal was anderes. Also das weiß ich nicht. Und der Zusammenhang, naja, ich sag mal so, es wird immer so getan, als würde Rap irgendwie die Leute dazu verführen, Scheiße zu machen. So ist das nicht. Auch wenn eure Eltern und eure Großeltern das eventuell nicht zugeben mögen, weil da beziehst du dich hoffentlich drauf mit, wird niemals jemand drüber reden, dann ist der Punkt der, dass Musik und Drogen schon immer zusammengehört haben und schon immer miteinander interagiert haben. Dann sind wir bei Huhn und Ei und so, also ja, nein. Heribert Harzenberger, nochmal. Moin, ihr beiden Zuckerstangen. Ist Deluxe-Boxen verkauft? Wieso zwei? Ist Deluxe-Boxen verkaufen so ein Dachding? Also Dach für diejenigen, die es wissen, Deutschland, Österreich, Schweiz. Dachding oder gibt es das auch im Rest der Welt? Hab das zum Beispiel noch nie bei Ami-Rappern gesehen. Warum machen die das nicht? Mit freundlichen Grüßen. Freundliche Grüße zurück. Ja, das ist schon ein sehr deutsches Ding. Es ist innerhalb Deutschlands auch ein sehr Hip-Hop-mäßiges Ding gewesen, weil in der Musikindustrie war man auch darüber erstaunt. Hä, was machen die da? Und ich weiß nicht, ob euch das dann aufgefallen ist, aber irgendwann, es gab zum Beispiel die Matthias Reim-Box. Gibt auch bei den anderen Musikgenres in Deutschland jetzt Boxen. Man hatte also versucht, diese Idee aufzugreifen und zu nutzen. Inwieweit das gut oder schlecht funktioniert hat, kann ich euch nicht sagen. Das Boxen-Game insgesamt nimmt, also das Hip-Hop-Boxen-Game nimmt auf jeden Fall ab in Deutschland. Es funktioniert immer schlechter. Man hat auch ein bisschen gesagt, dass Corona da jetzt auch nochmal zusätzlich das killen würde. Weiß ich nicht. Da weiß ich auch die letzten Zahlen nicht 100%, muss ich sagen. Aber dieses Deluxe-Boxen-Ding ist schon sehr deutsch. Deswegen hast du es auch nirgendwo anders gesehen. Ich sag mal so, Hip-Hop hat es gut hingekriegt, das zu etablieren. Und Hip-Hop ist sowieso schon immer gut darin gewesen, sich selbst seine eigenen Absatzmärkte zu schaffen. Eine meiner Lieblingssequenzen in einem Film ist Charlie Chaplin, der Glaser ist. Und der hat hinten auf dem Rücken immer so diese Glasscheiben und geht durch die Straßen, weil er will Glasscheiben verkaufen. Und dann hat er so ein kleines Kit, das mit dem er zusammen am Start ist. Und das rennt immer rum und schmeißt die Scheiben ein und läuft schnell weg. Und er geht halt 50 Meter dahinter
und verkauft dann halt die Glasscheiben. Gibt es auch einen tollen Begriff für geplante Obsoleszenz? Könnt ihr mal googeln, falls es euch interessiert. Das ist zum Beispiel der Grund, warum euer Apple-Rechner nach relativ kurzer Zeit irgendwann langsamer wird. Oder warum beim Drucker die Farbe ausgeht. Also du machst dir deinen eigenen Absatzmarkt, nennt man auch Kapitalismus. Und Hip-Hop ist da sehr gut drin gewesen und auch immer noch. So, aber jetzt kommen wir zur prominenten Frage der Woche. Und diese Frage hat mir Curse gestellt. Hey Falk, leider keine Ja-Nein-Frage, aber eine Sache, über die ich mir echt schon öfter Gedanken gemacht habe. Was glaubst du, warum ist das Fast-Forward-Album Ich und MC Biberbutz so krass underrated und wird, obwohl es mit Songs wie Verloren eins der ersten, wenn nicht sogar das erste deutsche Rap-Album war, auf denen der Rapper krass persönliche Stories erzählt hat, warum taucht es trotzdem nicht in den wichtigen besten Listen des Deutschrap auf? Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass die Geschichte wird ja immer vom Gewinner geschrieben. Das ist der Grund, warum in besten Listen das immer oben steht oder überhaupt auftaucht, von dem die Mehrheit der existenten Teilnehmer einer Gruppe überzeugt sind, dass das richtig ist. Also die Gewinner. Wer sind die Gewinner, die diese besten Listen schreiben? Das sind diejenigen, die sehr, sehr stark auf dem New York-Film sind, auf diesem East Coast-Film aus den 90ern. Wenn wir uns jetzt das Album Ich und MC Biberbutz von Fast Forward angucken, dann sehen wir darauf ja, dass es diesen Sound so gibt. Ich möchte, dass die Radiosender diese Platte spielen. Solche Sachen, ja, das ist sau brutal gut auf Deutsch gerappt, die Texte sind nice, die Beats sind nice. In diese Richtung, die würde, glaube ich, auch jeder, der solche Listen macht, picken. Aber du hast halt auch noch diese Britcore-Sachen drauf, die teilweise auch noch in Englisch gerappt sind. Und die finden, glaube ich, nicht so viel aus ästhetischen Gründen so viel Respekt bei dieser New York-Schule. Deswegen habe ich auch den Eindruck, dass für viele Deutschrap eigentlich erst so ab 95 beginnt und mit Massive Töne und Stieber Twins und diesen beiden Alben, weil die halt ja perfekt diesen New York Film fahren. Und wenn man zum Beispiel Renevolution nehmen von MC René, das ja auch so eine Art Transformationsalbum ist. Du hast da von Roe Beardy absolute New York Style Beats und dann hast du aber auch von Future Rock diesen Blitzmob 16 Hi-Hat Flavor. Erinnert euch, er hat bei World Cup gesagt, alles, was nach 92 produziert wurde, ist eh kein Hip-Hop, weil es keine 16. Hi-Hat hat. Ich glaube, das war die Begründung. Das ist genauso für mich auch ein Transformationsalbum, wo das hängt sozusagen in zwei Welten. Und ich glaube, dass das schwierig ist, weil alle Alben, die als Klassiker-Alben bezeichnet werden, die spielen immer in einer Welt. Wir reden ja auch immer von dem einen roten Faden. Weswegen, wenn wir jetzt mal Illmatic rausnehmen, weil Nas und dann vielleicht MC Search, der ja den Executive Producer gemacht hat, das perfekt hingekriegt haben, trotzdem einen roten Faden in dem Album über die Beats zu haben, auch wenn da sehr viele Producer drauf waren, ist ja diese klassische New York-Schule der eine Producer oder DJ und der eine Rapper. Diese goldene Formel ist ja später auch, ne, wir machen ein Album nur in diesem Gespann, weil wir ein Klassiker-Album machen wollen. Und ich glaube, das ist die Antwort auf die Frage, warum Ich und MC Biberbutz. Es ist theoretisch wie so ein halbes Album, so ein bisschen. Naja, ich muss jetzt noch ein paar Eierlikörbohnen essen. Ich esse jetzt immer in den Folgen, ne? Ist ein bisschen schrecklich, ne? Sorry. Ihr denkt nochmal an die Gewinnspiele hier, zwei Stück. Ihr könnt jeweils einen dieser Schuhe, die Platten. Habe ich die Mütze eigentlich die ganze Zeit aufgehabt? Nee. könnt ihr gewinnen. Ich sage nochmal, wohin ihr das schicken müsst, an fragfalkgewinn@backspin.de. Und am Anfang hört ihr auch nochmal die Fragen, weil die habe ich mir jetzt nicht, doch habe ich mir gemerkt, aber egal. Abonniert hier den Kanal, schreibt mir eure Fragen wie immer in den Community-Tab und nächste Woche sehen wir uns wieder bei Frag Falk und vielleicht habe ich dann auch Cognac-Bohnen.